Und es bleibt die Überzeugung der Bundesregierung, dass dieser Katalonien-Konflikt innerhalb der spanischen Rechts- und Verfassungsordnung gelöst werden muss. Und aus diesem Grund haben wir in den vergangenen Monaten die klare Haltung der spanischen Regierung zur Gewährleistung dieser Rechts- und Verfassungsordnung auch unterstützt. Zusatz? Ja, Zusatz. Sehen Sie nun die Beziehungen durch Herrn Puigdemont in Deutschland im Gefängnis belastet oder nicht? Nein. Herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz. Wir begrüßen Herrn Regierungssprecher Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Bundesministerien. Wir haben zwei Ankündigungen vorab und dann etliche Fragen schon angemeldet zu einem bestimmten Thema. Fangen wir mit den Vorabankündigungen an. Herr Seibert, bitte. Ja, meine Damen und Herren, guten Tag. Ich möchte im Namen der Bundeskanzlerin einige Worte zu der Brandkatastrophe in Sibirien, in Kemerovo, sagen. Es ist wohl leider die folgenschwerste Brandkatastrophe in Russland seit Jahren. Die Bundeskanzlerin ist erschüttert von den Bildern und Berichten. So viele Menschen haben dort ihr Leben verloren, unter den Opfern wohl auch zahlreiche Kinder. Die Bundeskanzlerin teilt den Schmerz der Menschen in Kemerovo und spricht ihnen ihre tief empfundene Anteilnahme aus. Danke, Herr Seibert. Herr Boll, Sie hatten auch... Ja, ich habe eine Reiseankündigung. Außenminister Maas reist morgen zu seinem Antrittsbesuch bei den Vereinten Nationen nach New York. Er wird dort im VN-Sicherheitsrat an einer offenen Debatte zum Thema Peacekeeping teilnehmen und das deutsche VN-Engagement vorstellen. Geplant sind auch Gespräche mit dem UN-Generalsekretär Guterres und dem Präsidenten der UN-Generalversammlung, Herrn Leitschak. Deutschland bewirbt sich, wie Sie wissen, für 2019/20 zum sechsten Mal darum, ein nicht ständiges Mitglied des VN-Sicherheitsrats zu sein. Außenminister Maas wird daher auch in bilateralen Gesprächen und Treffen am Rande der Sicherheitsratsdebatte für unsere Kandidatur werben. Der frühe Besuch in New York von Außenminister Maas unterstreicht die deutsche Bereitschaft, in den Vereinten Nationen Verantwortung zu übernehmen und so die regelbasierte internationale Ordnung zu stärken. Danke, Herr Breul. Dazu gibt es dazu Fragen? Herr Jordans, dann haben wir das. Eine Frage an Herrn Breul. Vielleicht kam das während der Reise nach Israel auf. Es hat ja verschiedene Berichte gegeben, wonach es eine Art Abkommen gab mit den Europäern, dass Israel 2018 einen Sitz im Sicherheitsrat bekommen würde mit den Stimmen der Europäer. Soweit ich verstanden habe, weiß man in Deutschland davon nichts, aber ist das Teil der Gespräche in Israel gewesen und was können Sie zu dem angeblichen Abkommen sagen? Ja, zu den Gesprächen in Israel kann ich nichts sagen, weil die laufen noch. Also Herr Maas ist heute den ganzen Tag da, beziehungsweise jetzt gerade in den palästinensischen Gebieten und am Nachmittag trifft er Herrn Netanyahu. Zu diesen Gerüchten kann ich Ihnen auch nichts sagen, außer der Tatsache, dass uns von keinem Abkommen bekannt ist. Deutschland kandidiert seit der Wiedervereinigung im Zyklus von 8 Jahren. Zuletzt waren wir Mitglied im Jahr 2011, 2012. Im Anschluss an die Mitgliedschaft, so ist das üblich im VN-Rahmen, haben wir bekannt gegeben, dass wir wieder kandidieren, und zwar 8 Jahre später, also für den jetzt gerade genannten Zeitraum 2019, 2020. Das ist also seit dem Jahr 2013 bekannt, und an dieser Kandidatur halten wir natürlich fest. Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann gibt es Hinweise darauf, dass es Fragen zum Thema Puigdemont geben könnte. Und ich würde sagen, wir schauen mal, ob es auch Antworten gibt. Fangen wir da an. Herr Hähler, Frau Greuther, und gehen dann weiter rüber nach links. Bitte, Herr Hähler. Ich würde gerne zum einen wissen, ob Herrn Puigdemont die Möglichkeit eines Asylantrages in Deutschland grundsätzlich offen steht. Und ich würde zum Zweiten gerne wissen, ob die Bundesregierung eine Erklärung hat, weshalb Herr Puigdemont nicht vorher in anderen EU-Ländern, in anderen europäischen Ländern schon festgenommen worden ist, denn ein europäischer Haftbefehl, der erstreckt sich doch auch zum Beispiel auf Dänemark. Ja, also zur ersten Frage, Heller, die kann ich ganz schlank mit Ja antworten, beantworten. Selbstverständlich steht es jedermann frei, sich unter Berufung auf entsprechende Schutzgründe mit einem Asylgesuch an die zuständigen Behörden zu wenden. Das besagt selbstverständlich nichts über einen potenziellen Ausgang. Das besagt auch nichts darüber, dass ich Kenntnis hätte, dass das geplant oder in Aussicht genommen ist. Aber ganz abstrakt ist diese Frage mit Ja zu beantworten. Die Möglichkeit ist grundsätzlich
jedem eröffnet, sich hier auf die entsprechenden Schutzgründe zu berufen. Die zweite Frage, warum andere etwas nicht getan haben, ist für mich natürlich beinahe gar nicht zu beantworten. Wie sollte ich das tun? Das müsste man gegebenenfalls versuchen, bei den zuständigen Kollegen in den jeweiligen Staaten zu erfragen, die Sie jetzt gerade in Ihre Frage gekleidet haben, in dem Fall also die dänischen Kollegen fragen, ob und inwieweit dort entsprechende Erkenntnisse vorlagen über einen aktuellen Aufenthalt, der dann möglicherweise eben auch zu einer Verhaftung hätte führen können. Das weiß ich nicht. Das kann ich Ihnen in der Mangelung von Kenntnis nicht sagen. Und an Spekulationen würde ich mich sehr ungern beteiligen. Und ich habe das auch nur nachgefragt, weil ich wollte wissen, grundsätzlich gibt es irgendwelche Gründe, irgendwelche Faktoren, die möglicherweise ich nicht auf dem Radar habe, der eine Geltung eines solchen europäischen Haftbefehls im Hinblick auf andere Länder einschränken oder verhindern würde. Also zu allen Fragen, rechtlichen Fragen rund um den europäischen Haftbefehl, wäre ich dankbar, wenn die Kollegin aus dem BMJV Stellung nehmen könnte, weil das tatsächlich außerhalb unserer Zuständigkeit liegt. Bitte. Vielen Dank für diese Frage. Ich kann Ihnen gerne, ich kann zunächst einmal sagen, es ist ein konkretes Verfahren, das eben nach den Regelungen über den europäischen Haftbefehl und den deutschen gesetzlichen Grundlagen derzeit in der Hand der zuständigen Gerichte und Behörden des Landes Schleswig-Holstein liegt und deren Prüfung und Entscheidung erstmal abzuwarten ist. Auf Ihre Eingangsfrage zurückkommend, muss ich allerdings den Ball, glaube ich, noch einmal zurückspielen, weil die Zuständigkeit des BMJV eben für den Verfahrensablauf nach Festnahme, ich Ihnen auch gerne Fragen dazu gleich beantworten kann, aber nach meiner Kenntnis geht ja der europäische Haftbefehl eben beim BKA ein und würde dann ein Schengener Informationssystem eingestellt. Insofern wäre das was, doch vielleicht noch mal nach rechts schaue und sogar auf Herrn Demuth noch. Ja, also dann müssen Sie vielleicht die Frage, Herr Heller, wenn Sie sozusagen dieses Ping-Pong-Spiel vielleicht abkürzen wollen, etwas noch mal konkretisieren. Wenn Sie nach möglichen rechtlichen Erklärungen fragen, warum andere sich nicht offensichtlich oder hypothetisch nicht an diesen Haftbefehl gebunden gesehen haben, andere Mitgliedstaaten, dann wäre das eine rechtliche Frage. Die läge beim BMJV, auch die wäre hypothetisch, aber die kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich kann Ihnen sozusagen nur zu dem polizeilichen Sachverhalt in Deutschland Sachfragen beantworten, soweit überhaupt Bundesbehörden beteiligt waren. Aber was die Dänen dazu veranlasst hat, etwas zu tun oder nicht zu tun, das kann ich Ihnen beim besten Willen nicht beantworten. Ich hatte Ihre Frage so verstanden, dass Sie nach einer möglichen rechtlichen Erklärung suchen, warum andere eine Bindungswirkung für sich nicht als existent betrachtet haben. Und das wäre tatsächlich eine rechtliche Frage, wiewohl hypothetisch, die ich aber nicht beantworte. Lassen Sie mich auch noch zwei Sätze dazu sagen. Also es entspricht dem üblichen Verfahren beim europäischen Haftbefehl, dass die Fahndung automatisch zur Festnahme eingestellt wird. Ob möglicherweise jetzt andere Länder, in denen sich eine konkrete Person gerade aufgehalten hat, und wir reden ja auch, wie gesagt, über eine relativ kurze Zeit, weil dieser europäische Haftbefehl, wenn wir jetzt kurz über den konkreten Fall sprechen, ja auch jetzt noch nicht so alt gewesen ist. Warum andere Länder möglicherweise mit dem europäischen Haftbefehl anders umgegangen sind oder was dahinter gesteckt hat, kann ich natürlich überhaupt nicht beantworten. Ich kann überhaupt nichts dazu sagen, wie andere Behörden, wie die Behörden anderer Länder mit einem europäischen Haftbefehl umgehen. Ich kann nur sagen, wie es in Deutschland ist. Und hier wurde eben der europäische Haftbefehl, und das ist, entspricht dem absolut üblichen Verfahren, eben ins Schengener Informationssystem zur Festnahme eingestellt. Jetzt gibt es eine ganze lange Reihe von Nachfragen dazu. Die arbeiten wir jetzt der Reihenfolge nach ab. Frau Geuter, Herr Blank, Herr Lohse und dann geht's weiter. Frau Geuter. Erstmal eine Nachfrage nochmal zum möglichen Asyl. Sollte sich Herr Puigdemont dazu entschließen, einen Asylantrag zu stellen, wie wäre denn das weitere Verfahren? Müsste dieses gesamte Asylverfahren hier durchlaufen werden oder würde der europäische Haftbefehl vorgehen? Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage an das Justizministerium. Frau Barley hat gestern im Interview auf die Frage gesagt, ob es bei der Auslieferung um eine rein juristische oder eine politische Entscheidung geht. Erste Schritte sind rein juristische, die gilt es abzuwarten. Worauf sich die Frage stellt, und dann folgen dann politische Entscheidungen? Ich muss gestehen, Frau Geuter, dass ich zwar das Interesse an der Antwort auf Ihre Frage total gut nachvollziehen kann und ich kann auch gerne in Aussicht stellen, dass wir zeitnah versuchen werden, darauf eine Antwort zu liefern. Ich habe für diese komplexe Rechtsfrage zum jetzigen Zeitpunkt keine abschließende Antwort. Es ist, wie gesagt, völlig unbenommen. Es gibt keine Zulässigkeitsschranke sozusagen in das Asylverfahren. Das ist klar, das kann ich hier auch so klar sagen.
Und es hätte sozusagen auch, also das volle Schutzniveau jedenfalls steht jedermann zur Verfügung, auch einem europäischen Staatsbürger eines anderen EU-Mitgliedstaates, dem Grundsatz nach, mit vielleicht Einschränkungen, was sichere Herkunftsstaat anbetrifft und so weiter. Aber das Asylverfahren selbst jedenfalls steht jedem offen, das steht klar. Wie jetzt eine mögliche Konfliktsituation aufzulösen wäre zwischen tatsächlich beantragtem Asyl, was wir ja noch nicht haben, jedenfalls mir nicht bekannt, und einem dann tatsächlich sozusagen beendeten Verfahren eines EU-Haftbefehls mit dem klaren Ergebnis Auslieferung. Diese Konfliktsituation kann ich für Sie im Moment leider rechtlich noch nicht auflösen, weil ich schlicht darauf keine Antwort habe. Aber es ist eine total relevante Frage, gar keine, also, und wir sind dabei, müssten wir sicher auch gemeinsam tun, diese Frage zu klären. Soll ich noch kurz den zweiten? Wollen Sie wollen noch ergänzen, bitte. Genau. Also, es gab ja noch die Frage zu den Äußerungen von der Ministerin Malley gestern. Dazu kann ich Ihnen sagen, dass die Regelungen über den europäischen Haftbefehl grundsätzlich die Entscheidung durch die Justizbehörden vorsehen. Und wenn ich auch noch mal die Zitate von Ministerin Barley von gestern wiederholen darf. Sie hat auch gesagt, sie werden Verständnis dafür haben, dass ich jetzt von politischer Seite nicht in dieses rechtliche Verfahren eingreifen möchte, auch nicht durch voreilige Äußerungen. Zusatz, bitte. Nochmal nachfragen darf, wenn Sie jetzt grundsätzlich sagen und das als Juristin sagen, wieder die Nachfrage, was, wann denn nicht? Also welcher politische Spielraum existiert? Genau, da kann ich mich nur wiederholen mit dem, was ich gerade gesagt habe. Das Verfahren sieht grundsätzlich die Entscheidung durch die Justizbehörden vor. Und dann verweise auf die Äußerung von Ministerin Barley, sich jetzt zum rechtlichen Verfahren, das justizielle Verfahren läuft ja, und jetzt dazu. Grundsätzlich heißt es, es gibt Ausnahmen. Was sind dann die Ausnahmen? Ich habe Ihnen alles dazu gesagt. Herr Blank, dann Herr Lohse, dann Herr Zweigler. Herr Seibert, die Linke spricht ja schon von einer politischen Verhaftung. Sehen Sie denn durch das Verfahren, das Herrn Puigdemont jetzt droht, die Beziehung zu Madrid belastet? Und eine Frage an Herrn Dr. Dimroth. Es heißt ja, der Tipp zur Festnahme kam von spanischen Sicherheitsbehörden. Können Sie das bestätigen oder war es reiner Zufall, dass die deutsche Polizei Herrn Puigdemont festgenommen hat? Ja, ich denke, die beiden Kollegen haben ja gerade überzeugend dargelegt, dass das, was jetzt geschieht, auf Basis der deutschen Gesetze und der Regelungen rund um den europäischen Haftbefehl geschieht. Und dass deswegen alles jetzt einmal in der Hand der zuständigen schleswig-holsteinischen Behörden und der zuständigen Gerichte ist. Das gilt es abzuwarten. Grundsätzlich zu dem zweiten Teil Ihrer Frage. Spanien ist ein demokratischer Rechtsstaat. Und es bleibt die Überzeugung der Bundesregierung, dass dieser Katalonien-Konflikt innerhalb der spanischen Rechts- und Verfassungsordnung gelöst werden muss. Und aus diesem Grund haben wir in den vergangenen Monaten die klare Haltung der spanischen Regierung zur Gewährleistung dieser Rechts- und Verfassungsordnung auch unterstützt. Zusatz? Ja, Zusatz. Sehen Sie nun die Beziehungen durch Herrn Puigdemont in Deutschland im Gefängnis belastet oder nicht? Nein. Ja, also zunächst mal ist es so, dass im Rahmen des gemeinsamen Fahndungs- und Informationssystems, dem Schengener Informationssystem, das ja, wie Sie wissen, eins der zentralen Instrumente ist, sozusagen als Antwort auf die offenen Grenzen innerhalb Europas, nämlich sozusagen einen maximal gut funktionierenden Informationsaustausch über sicherheitsrelevante Personen und auch Sachverhandlungen allen Polizisten in Europa sozusagen zur Verfügung zu stellen, um dann gegebenenfalls eben auch entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, gibt es das sogenannte Institut der Sirenen, so heißt das. Beim BKA gibt es eine Organisationseinheit, die heißt Sirene, die parallel zu dem bloßen IT-System sozusagen über eine 24/7-Erreichbarkeit die unmittelbare Kontaktaufnahme ermöglicht mit anderen Mitgliedstaaten, die ihrerseits vergleichsweise Organisationseinheiten etabliert haben, um, wie gesagt, in, sagen wir mal, akuten Fällen eine Erreichbarkeit sicherzustellen, die dann eine unmittelbare Kontaktaufnahme ermöglichen. So war das auch hier. Das BKA hat am Freitag über die entsprechende Einstellung des europäischen Haftbefehls erfahren, über dieses Sirene-Kontakt-Tool oder über diese Sirene-Kontaktstelle beim BKA, und die dann wie üblich an die entsprechenden Landesbehörden weitergegeben, die dann auf Grundlage dieses Haftbefehls ja letztlich tätig geworden sind. Daneben gab es auch eine enge Einbindung des Verbindungsbeamten des BKA in Madrid in diesen Sachverhalt.
der auch die mögliche Einreise des Puigdemont umfasste. Inwieweit da jetzt allerdings Details Gegenstand des Informationsaustausches waren, also Uhrzeit, genauer Aufenthaltsort, das erschließt sich mir noch nicht. Mir wurde mitgegeben, dass dieser Verbindungsbeamte des BKA in Madrid eben eng in den Informationsaustausch eingebunden war und auch die Information weitergegeben hat, es stehe eine Einreise bevor. Also so viel hat jedenfalls stattgefunden. Ob darüber hinaus, wie gesagt, georeferenzierte Daten, konkrete Zeitangaben, Gegenstand von Informationsflüssen waren, habe ich jetzt noch nicht ausermitteln können sozusagen und kann es Ihnen dementsprechend zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht sagen. Herr Lohse, dann Herr Zweigler. Kurze Nachfrage noch konkret dazu. Herr Dimroth, können Sie uns denn sagen, etwas sagen, was die Quelle des BKA war? Also das heißt, außer Ihr Hinweis auf den spanischen Verbindungsmann, war das der spanische Geheimdienst? Können Sie dazu irgendwas sagen? Und das Zweite, weiß nicht, Herr Seibert oder Herr Breul, gibt es in der Sache denn jetzt schon Austausch mit der Regierung in Madrid? Also zu Ihrer ersten Frage kann ich jetzt kein Detail weiter beitragen. Der spanische Verbindungsbeamte hält in der Regel, weil es ein Polizist ist, Kontakt zu seinen spanischen Polizeikollegen. Ja, aber auch das ist sozusagen erstmal eine Beschreibung des Allgemeinzustands. Ich nehme auch diese Frage gerne nochmal mit. Das war's dann? Ich glaube, er hatte noch eine zweite Frage. Die Frage über Kontakte. Ja. Ich kann Ihnen zumindest auf der Ebene der Bundeskanzlerin so etwas derzeit nicht berichten. Das. Ja, also ich meine, wir sind natürlich ständig in Kontakt mit unseren spanischen Freunden, aber es gilt das, was meine Vorredner schon ausgeführt haben. Es findet jetzt ein justizförmiges Verfahren statt. Das ist eine Entscheidung durch unabhängige Justizbehörden. Deshalb bedarf es da keiner Abstimmung der jeweiligen Regierung. Herr Zweigler, dann gehen wir nach dort hinten zur Kollegin. Moment. Noch nicht, jetzt haben wir es. Ich habe das Verfahren verstanden. Der spanische Verbindungsbeamte, arbeitet der auch mit dem spanischen Geheimdienst zusammen? Denn es ist ja nicht Aufgabe der Polizei zu ermitteln, wo der Puigdemont sich in Nordeuropa beispielsweise, ob er sich in Finnland, Dänemark oder sonst wo aufhält. Und ich wollte wissen, hat das dann Einfluss auf die Bewertung und die Qualität, dass man das aus geheimdienstlichen Quellen bekommen hat? Hat das Einfluss auf die... Ja, also die zweite Frage basiert ja sozusagen auf einer von Ihnen gerade selbst gegründeten Hypothese. Und die erste Frage, hatte ich gerade Herrn Lohse gesagt, kann ich Ihnen nicht abschließend beantworten. Es ist allerdings nicht von einem spanischen Verbindungsbeamten die Rede gewesen in meinen Ausführungen, sondern ich redete von dem deutschen, von dem BKA-Verbindungsbeamten in Madrid, der ein Polizist ist und in der Regel dementsprechend auch Polizisten als Ansprechpartner in Spanien hat. Es ist im Übrigen auch nicht unüblich, dass selbstverständlich ein ausschreibender Staat einem anderen Mitgliedstaat Informationen darüber übermittelt, dass ein potenziell Gesuchter sich möglicherweise demnächst oder aktuell in dem jeweiligen Staat befindet. Aus welchen Informationsquellen auch immer diese Erkenntnis generiert werden, da mag es ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten geben. Es ist ja mitnichten so, dass die einzig denkbare Erklärung eine wäre, dass nachrichtendienstliche Informationen hier geflossen sind. Ich weiß es nicht, ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich kann Ihnen zusagen, dass wir uns bemühen, diese Antwort sozusagen zu bekommen. Aber das Verfahren selbst jedenfalls ist ein völlig übliches, dass man jetzt außerhalb sozusagen von politisch relevanten Sachverhalten bei Schwerverbrechern, wie auch immer, darüber in Kenntnis gesetzt wird von einem anderen EU-Mitgliedstaat, dass sich der mit EU-Haftbefehl Gesuchte wahrscheinlich oder gar sicher, weil man eben entsprechende Erkenntnisse hat, und zwar auch polizeiliche Erkenntnisse. Das ist ja mitnichten so, dass das sind ja eigentlich polizeiliche Sachverhalte. Wenn jemand mit einem Haftbefehl gesucht wird, dann ist das ein polizeilicher Sachverhalt, kein nachrichtendienstlicher Sachverhalt. Dass solche Informationen auch über die entsprechenden Sirenennetzwerken ausgetauscht werden. Das ist zunächst mal ein sehr üblicher Sachverhalt. Und eine Zusatzfrage. Mein Gefragt gehört zu den Informationsquellen, Kontakten etc. des deutschen Verbindungsbeamten dort in Spanien. Gehört da auch der spanische Geheimdienst? Also ich kann nur den Grundsatz schildern und der Grundsatz ist, dass ein Polizist, der im Ausland als Verbindungsbeamter tätig ist, sich mit Polizisten als Ansprechpartnern unterhält. Aber das führt ja alles ohnehin nicht wirklich weiter, weil selbst wenn es anders wäre, hieß es noch nicht, dass auch diese Information aus dieser Richtung käme. Und wenn es so war, wie ich es gerade vermute,
heißt das ja auch nicht zwingend, dass nicht dennoch auch der Ansprechpartner auf spanischer Seite, der ein Polizist ist, Informationen von einer anderen Behörde hat. Ja? Also das ist ja weder das eine noch das andere präkludiert letztlich die Antwort auf Ihre eigentliche Frage. Jetzt gehen wir zur Kollegin dort hinten, dann zwei Reihen vor Ihnen. Ich habe Ihren Namen leider nicht präsent, tut mir leid. Valerie Höhne von Spiegel Online. Frau Krüger, ich wollte fragen, ob Sie vielleicht schon Kontakt hatten zum spanischen Justizministerium. Und dann noch eine Nachfrage. Das Oberlandesgericht in Schleswig-Holstein kann meiner Auffassung nach einen Sachrat einbestellen der Bundesregierung. Hat sie das gemacht oder hat das Gericht das gemacht oder haben Sie da schon Erkenntnisse? Was hat das gemacht? Wir hatten gerade akustisch, sagen Sie es mal, das Problem zu verstehen, was die in das Schleswig einholen können. Genau, ich habe gehört, dass man einen Sachrat oder einen Sachstandsrat der Bundesregierung einholen kann. Ist dem so und genau, was genau beinhaltet das? Ja, also zunächst zu Ihrer ersten Frage. Dazu kann ich Ihnen nichts berichten, weise aber auch noch mal darauf hin, dass das Verfahren ja in Schleswig-Holstein von den dort zuständigen Behörden geführt wird. Und die Frage zum Sachstandsrat, muss ich Ihnen ehrlich sagen, kann ich so nicht beantworten. Das würde ich gleich nachliefern. Das ist mir nicht bekannt. Danke. Dankeschön. Dann gehen wir zwei Reihen nach vorne. Jetzt haben Sie es. Ja, Mike Schimanski von der Süddeutschen Zeitung. Sagen Sie, als dieser Hinweis mit der bevorstehenden Einreise eingegangen ist, was ist dann passiert? Sind dann nur die Behörden in Schleswig-Holstein informiert worden? Wer hat denn die Anweisung gegeben, Puigdemont festzunehmen? Wie funktioniert diese Kette? Ja, ich hatte ja schon berichtet, dass die schleswig-holsteinischen Kollegen über diese BKA-Zentralstellenfunktion, die wir Sirene nennen, informiert wurden und dort dann in eigener Zuständigkeit letztlich entschieden haben, die Festnahme zu vollziehen. Das ist aber auch das ist ein völlig normaler und sozusagen polizeialltäglicher Vorgang, dass die Landespolizei über diese Zentralstellenfunktion des BKA entsprechende Informationen erhält und dann tätig wird. Und im Übrigen ja auch, ohne dass ich das abschließend sozusagen sprechen kann, weil es eben die schleswig-holsteinische Polizei betrifft, ohne entsprechenden Ermessensspielraum oder ähnliches. Wenn ein entsprechender vollstreckbarer EU-Haftbefehl vorliegt, dann ist es nicht die Aufgabe der Polizei, politische Erwägungen anzustellen, sondern dann ist es die Aufgabe der Polizei, denjenigen festzunehmen. Dann gehen wir jetzt zu Herrn Delfs, dann zu Ihnen und dann Herr Jessen. Ja, Herr Demuth, nochmal zu einem möglichen Asylverfahren ganz generell mal gefragt. Erstens, kann man aus einer deutschen Untersuchungshaft heraus einen Asylantrag stellen? Und wird eigentlich in so einem Fall, das ist ja jetzt doch, sagen wir, wird Herr Puigdemont, würde er, wenn er einen Asylantrag stellen würde, wie ein ganz normaler Asylantragsteller behandelt, auch mit den Fristen und mit dem ganzen zeitlichen Ablauf? Oder gibt es da Möglichkeiten, solche Verfahren dann auch zu beschleunigen? Also zur ersten Frage bin ich sicher, dass das möglich wäre. Es wäre ja auch sozusagen rechtsstaatlich eher bedenklich, wenn man durch eine entsprechende Haftnahme ein solches fundamentales, grundgesetzlich verbrieftes Recht ausschlösse oder ausschließen könnte. Also das geht sicher über einen Anwalt oder, also da gibt es sicher Möglichkeiten, das wird man nicht deswegen daran scheitern lassen können, da habe ich überhaupt keinen Zweifel. Was die zweite Frage anbetrifft, weiß ich nicht so recht, welche Fristen Sie meinen. Ich kenne jetzt, glaube ich, keine starren Fristen, die einen Verfahrensablauf beschreiben, die man jetzt sozusagen contra legem verkürzen, verlängern oder sonst irgendwie müsste. Und zunächst mal gilt auch hier, wie in jedem anderen Einzelfall auch, wiewohl wir ja über einen hypothetischen Fall sprechen, dass das BAMF nach den Buchstaben des Gesetzes einen solchen Antrag prüfen würde. Schlicht und einfach. Dass man möglicherweise auch aus, wie soll ich sagen, Opportunitätserwägungen zugunsten des Betroffenen vielleicht ein Verfahren versuchen würde, etwas zu priorisieren. Die Möglichkeiten gibt es immer. Aber weil Sie nach Fristen fragten, ich kenne jetzt keine starren Fristen im Asylverfahren, wenn man, wie gesagt, aus Opportunitätserwägungen heraus meint, dass eine schnelle Entscheidung hier geboten ist für alle Betroffenen, möglicherweise gerade besonders für den Betroffenen selbst, dann gibt es natürlich Möglichkeiten zu beschleunigen. Das hat in der Vergangenheit ja auch immer wieder stattgefunden, dass man beispielsweise bestimmte Herkunftsländer prioritär behandelt hat, um schnelle Entscheidungen zu produzieren. Westbalkan war so ein Beispiel, in der Hoffnung, was dann ja auch funktioniert hat, das klare Signal zu senden, es lohnt sich nicht, hier Anträge zu stellen. Also die Möglichkeiten da fein zu steuern, die bestehen.
Und bitte Ihre Frage. Ja, Sulet, der spanische Presseagentur EFE. Frau Krüger, ich habe eine Lernfrage. Gibt es im deutschen Strafgesetzbuch das Vergehen Rebellion? Also Herr Puigdemont ist von, also das ist eine der Straftaten, die ihm vorgeworfen werden. Oder gibt es eine ähnliche Straftat, die man vergleichen konnte? Vielen Dank für diese Frage. Also im Strafgesetzbuch sieht jetzt nicht in Worten den Tatvorwurf der Rebellion vor. Es ist hier doch, wenn ich hier ein bisschen ausholen darf, weil Sie ja mit Ihrer Frage auf die Prüfung der beiderseitigen Strafbarkeit in diesem Verfahren hinzielen, die das Oberlandesgericht gemeinsam mit der Generalstaatsanwaltschaft hier anstellen würde. Da möchte ich Sie darauf hinweisen, dass insgesamt dieses Verfahren nach dem Rahmenbeschluss des Rates von 2002 läuft. Und dieser Rahmenbeschluss sieht neben diversen Katalogstraftaten auch vor, dass Sekunde. Ich zitiere daraus mal kurz, und zwar sieht Artikel 2 Absatz 4 vor, dass bei anderen Straftaten als den des Absatzes 2 kann die Übergabe davon abhängig gemacht werden, dass die Handlungen, deren wegen der europäische Haftbefehl ausgestellt wurde, eine Straftat nach dem Recht des Vollstreckungsmitgliedstaates darstellen, unabhängig von den Tatbestandsmerkmalen oder der Bezeichnung der Straftat. Das heißt in einfachen Worten, es kommt also auf den Sinngehalt an, nicht eben auf die Bezeichnung der Straftat oder Tatbestandsmerkmale. Ja, und die Prüfung, zu der Prüfung selber kann ich Ihnen nicht sagen, weil diese Prüfung würden die zuständigen Behörden in Schleswig-Holstein anführen. Dann sind wir jetzt bei Herrn Jessen, dann bei Herrn Wacke, dann ist Herr Lohse noch mal dran. Schließt im Grunde direkt daran an, wäre der Sinngehalt Rebellion in etwa ein ähnlicher wie der des Hochverrats? Das ist nichts, was wir von hier aus beurteilen oder bewerten würden. Das ist Aufgabe der zuständigen Behörden, darüber zu entscheiden. Eine weitere Nachfrage. Gibt es über Rebellion, Hochverrat weitere Vorwurfsmerkmale, die auch nach deutschem Recht strafbewehrt mit, ich glaube, mindestens 12 Jahren Freiheitsstrafe müsste es ja sein, sind? Und als letztes, besteht prinzipiell die Möglichkeit einer am Ende politischen Entscheidung darüber, ob ausgeliefert wird oder nicht? Zu Ihrer ersten Frage muss ich Ihnen sagen, dass ich jetzt gerade mit Blick auf diesen ganz konkreten Fall, mit dem sich die Justizbehörden in Schleswig-Holstein beschäftigen, Ihnen dazu keine Einschätzung gebe und verweise Sie auf Schleswig-Holstein. Und zu dem zweiten, Ihre zweite Frage hatten wir schon, da verweise ich auf meine Antwort an die Kollegin. Gut. Da hatten Sie gesagt, zunächst läge es bei den Justizbehörden richtig. Ich frage ja nur danach, ob es prinzipiell die Möglichkeit einer politischen Entscheidung am Ende gibt. Die war, glaube ich, noch nicht beantwortet. Meines Erachtens haben wir diesen Kontext schon beantwortet. Ich kann aber auch gerne noch mal auf das Zitat von Ministerin Barley hinweisen, die gesagt hat, sie werden Verständnis dafür haben, dass ich jetzt von politischer Seite nicht in dieses rechtliche Verfahren eingreifen möchte, auch nicht durch voreilige Äußerungen. Das ist das, worauf ich Sie hinweise. Frau Fertes, dann Herr Wackett. Ich möchte auch noch mal dazu nachfragen. Sie müssten doch eigentlich in der Theorie sagen können, ob dieser Vorwurf Hochverrat, Rebellion und so weiter unabhängig von dem Fall ein Vorwurf ist, der in eine Auslieferung münden kann. Ganz unabhängig von diesem Fall muss ja nicht Herr Puigdemont gerade irgendwo in Untersuchungshaft sitzen. Das kann man ja vielleicht auch so beantworten. Gut, ja, ich kann es noch mal versuchen, einfach darzustellen. Ich hatte ja gerade vorgelesen, was der Rahmenbeschluss dazu sagt. Also in diesem Rahmenbeschluss, der den europäischen Haftbefehl und das Auslieferungsverfahren danach nach dem europäischen Haftbefehl regelt, sieht eben eine ganze Reihe von Katalogstraftaten vor, nach denen die Auslieferung grundsätzlich erstmal zulässig ist oder erlassen werden kann. Ich kann da ein paar Beispiele raus vorlesen. Das ist zum Beispiel Terrorismus, Menschenhandel, vorsätzliche Tötung, Erpressung, Schutzgelderpressung und so weiter. Das ist eine ganze Seite, wenn Sie es ansehen wollen.
Zusätzlich sagt halt dieser Rahmenbeschluss, dass auch bei Straftaten, deren Sinngehalt eben zu vergleichen sind, eine Auslieferung möglich ist. Und ob jetzt wir im deutschen Strafrecht eine vergleichbare Straftat zur Rebellion des spanischen Rechts haben, ist keine Entscheidung oder nichts, was ich von hier aus eben beurteilen oder bewerten würde. Das ist jetzt gerade Aufgabe des oder würde Aufgabe der schleswig-holsteinischen Behörden sein, wenn dann das Auslieferungsverfahren laufen würde. Okay. Ja, weil ich es immer noch nicht ganz verstanden habe, habe ich doch noch eine Frage an Frau Krüger und Herrn Seibert. Frau Krüger, können Sie mal sagen, am Ende, wenn das Gericht diese Prüfung durchgeführt hat, wird dann und käme zum Entscheiden, dass die vorliegenden Kriterien für eine Auslieferung tatsächlich vorliegen, ist dann die Entscheidung für die Bundesregierung bindend? Oder Herr Seibert hätte in diesem Fall die Regierung immer noch die Möglichkeit, eine Ermessensprüfung durchzuführen? Nein. Genau. Ja, also ich hatte Ihnen ja schon gesagt, dass die Regelungen eben über den europäischen Haftbefehl grundsätzlich die Entscheidung durch die Justizbehörden vorsehen. Und die weitere Frage stellt sich im Moment nicht. Wir warten tatsächlich das Verfahren ab, das jetzt in Händen. Entschuldigen Sie, ich stelle sie doch gerade. Ich stelle die Frage. Können wir nicht sagen, die Frage stellt sie. Die Frage ist, wenn entschieden ist vom Gericht, entscheidet das Gericht, Herr Puigdemont müsse ausgeliefert werden, oder ist die Entscheidung so, dass das Gericht sagen müsste, die Bedingungen liegen vor, er kann ausgewiesen werden und die Regierung hätte noch einen Ermessensspielraum? Warten wir das justizielle Verfahren ab? Eine Ermessensprüfung? Die Kollegin aus dem Justizministerium hat ja noch einmal klar auch auf die Justizministerin in ihrem Interview von gestern Abend hingewiesen, und das gilt. Der Sinn der Regelungen um den europäischen Haftbefehl ist ja, dass grundsätzlich die Entscheidung durch die Justizbehörden getroffen wird. Und zwar genau deswegen, dem liegt der Gedanke zugrunde, dass sich die Justizbehörden der europäischen Mitgliedstaaten einander in besonderer Weise vertrauen. Das ist der Kern, warum der europäische Haftbefehl so gehandhabt wird. Und darüber hinaus gibt es zum derzeitigen Stand des Verfahrens nichts zu sagen. So, ich habe jetzt noch 4 Wortmeldungen zu dem Thema. Herr Lohse, Herr Jordans, Frau Höhne, Herr Jessen. Zu diesem. Und dann habe ich diverse Wortmeldungen zu anderen Themen. Herr Blank, noch zu dem Thema. Auch wechseln. Ich habe noch einen Nachtrag. Noch einen Nachtrag. Von dem jetzt noch. Von der Kollegin da hinten. Genau. Und zwar ist dazu zu sagen, dass die Generalstaatsanwaltschaft Schleswig, die das Verfahren führt, kann sowohl die spanischen Behörden als auch die Bundesregierung um weiterführende Informationen bitten. Das ist, zumindest können wir es für die Bundesregierung sagen, bisher nicht erfolgt. Die rechtliche Bewertung obliegt der Generalstaatsanwaltschaft und dem Oberlandesgericht. Danke für den Nachtrag. Dann Herr Lohse, Herr Jordans. Den zeitlichen Abläufen, wie sie jetzt stattfinden müssen, in Schleswig-Holstein, heute die Personenfeststellung. Gibt es dann weitere feste Fristen für das Verfahren oder nicht? Ja, es gibt vor allem eine feste Frist, die findet sich auch im Rahmenbeschluss. Und zwar ist das Artikel 17 Absatz 3. Nach Artikel 17 Absatz 3 sollte die endgültige Entscheidung über die Vollstreckung des europäischen Haftbefehls innerhalb von 60 Tagen nach der Festnahme der gesuchten Person erfolgen. Dann Herr Jordans, dann Frau Höhne und Herr Jessen. Danke. Frau Krüger, direkt daran anschließend, kann sich diese Frist durch mögliche Rechtseinsprüche in Deutschland noch mal verlängern? Also wenn jemand sagt, beispielsweise er geht an höheres Gericht, um eine Entscheidung anzufechten. Und an Herrn Dimroth kurz die Frage zu den Beteiligten. Sie hatten ja gesagt, das lief übers BKA. Verstehe ich Sie dann richtig? Es gibt also keine, also das Bundesamt für Verfassungsschutz oder womöglich der BND wären
prinzipiell und konkret in diesem Fall nicht involviert in so einem Verfahren, was einen europäischen Strafbefehl angeht. Ist das korrekt? Ich kann gerne anfangen, das geht. Ach so. Kann ich auch gerne. Und zwar Verlängerung der Fristen. Ich denke, dass es möglich ist, dass nach Artikel 17 Absatz 4 in Sonderfällen, wenn der europäische Haftbefehl nicht innerhalb der vorgesehenen Fristen, wie gerade vorgetragen, vollstreckt werden kann, so setzt die vollstreckende Justizbehörde die ausstellende Justizbehörde von diesem Umstand und den jeweiligen Gründen in Kenntnis. Und in diesem Fall könnten die Fristen um weitere 30 Tage verlängert werden. Frau Höhne. Achso, Herr Dimroth. Ja, zu Ihrem zweiten Teil oder zum zweiten Teil Ihrer Frage, das ist relativ einfach. Wir reden hier ausschließlich über polizeiliche Sachverhalte. Das ist bei Haftbefehlen inländisch wie EU-weit dasselbe. Insofern kann ich Ihnen hier nur davon berichten, dass das BKA als Zentralstelle der deutschen Polizei, die typischerweise die Kontakte zu ausländischen Polizeidienststellen pflegt, beteiligt war. Frau Höhne. Herr Seibert, nehmen Sie eine zunehmende Politisierung des europäischen Haftbefehls wahr? Wenn ja, wie würden Sie dazu stehen? Wie würde die Bundesregierung dazu stehen? Ich glaube, dass ich mich dazu wirklich eigentlich nicht oft äußern kann. Das ist etwas, was sehr viel mehr Kollegen aus anderen Häusern, die damit ständig zu tun haben, beobachten könnten. Hier handelt es sich um einen Rechtsvorgang. Und die spanische Regierung hat ja immer wieder darauf hingewiesen, dass auch Herr Puigdemont und seine Mitstreiter nicht wegen politischer Ideen, nicht wegen ihrer Unabhängigkeitsideen belangt werden, sondern wegen des Vorwurfs konkreter Straftaten. Ob dieser Vorwurf zutrifft, das allerdings ist dann zu überprüfen Angelegenheit der spanischen Gerichte. So, die letzten Fragen zu diesem Themenkomplex von Herrn Jessen und Frau Fartes. Bitte. Frau Dr. Krüger, auch nachdem Sie noch mal das Zitat der Ministerin von gestern vorgetragen haben, unabhängig von diesem Fall bitte ich Sie einfach, die simple Grundsatzfrage zu beantworten. Kann von politischer Seite nach einer Auslieferungsentscheidung durch ein Gericht dieses durch politischen Beschluss verhindert werden oder nicht? Das ist eine Grundsatzfrage, unabhängig von dem Fall. Lässt sich mit Ja oder Nein, glaube ich, beantworten. Herr Essen, danke für diese Nachfrage, weil ich muss Ihnen sagen, dass ich von dieser Stelle dazu nichts mehr zu sagen habe. Sie verweigern die Antwort auf eine Frage, die Sie sehr wohl geben könnten. Das ist eine Verweigerung. Das ist eine pure Verweigerung. Die Frage stellt sich jetzt nicht und mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Frau Fartes. Mich würde noch interessieren, Herr Dimroth, wie viele spanische Bürger in Deutschland Asyl bekommen haben bisher oder wie viele Fälle gibt es da? Die Zahl habe ich nicht im Kopf dabei, aber ich vermute, sie ist tendiert mindestens mal gegen null, vielleicht ist sie auch null. Aber ich würde es nachreichen. Ich gebe zu, das ist eine im alltäglichen Asylgeschäft jedenfalls eher untypisches Herkunftsland. Gut, dann allenfalls, wie bitte? Noch eine Frage zu dem Thema, bitte. Herr Seibert, vielleicht habe ich ein schlechtes Gedächtnis oder ich paralysiere zwei Fälle, die nicht ganz gleichrangig sind. Aber als Herr Akanli in Spanien aufgrund eines türkischen Haftbefehls vorübergehend festgenommen wurde, hieß es von Seiten der Bundesregierung ausdrücklich, ich meine auch von Ihnen, in solchen Angelegenheiten gäbe es immer einen Ermessensspielraum. Ich müsste jetzt in ziemlich alten Protokollen nachgucken. Vielleicht sollten wir das beide gemeinsam tun. Jedenfalls kann ich das hier nicht leisten. Ich habe jedenfalls hier sehr klar gesagt, dass Spanien nach unserer Überzeugung und auch unserer täglichen Erfahrung mit Spanien ein demokratischer Rechtsstaat ist. Und die spanische Demokratie und Rechtsordnung mit der derzeitigen Situation beispielsweise in der Türkei gleichzusetzen, ist aus unserer Sicht unangebracht. Herr Dimroth würde das noch. Und im Übrigen, das geht auch so ein bisschen, auch sozusagen nur in Teilzuständigkeit, sage ich mal, geht auch ein bisschen in die Richtung Ihrer Frage. Da handelt es sich ja nicht um einen EU-Haftbefehl, was schon sozusagen sich dadurch erklärt, dass die Türkei das Land war, was hier entsprechend tätig geworden ist, sondern es gibt ja parallel andere Verfahren, beispielsweise über Interpol.
Und bei Interpol ist es tatsächlich auch so, dass wir immer wieder mit Sachverhalten konfrontiert waren, auch in der Vergangenheit, wo man mindestens mal, sagen wir mal, Hinweise darauf hatte, dass möglicherweise hier eine politische Motivation dahinter steht. Das haben wir hier auch in tatsächlich verschiedenen Fallgestaltungen, unter anderem den von Ihnen genannten, besprochen. Da haben wir diese Problemstellung und da gibt es auch klare Einflussmöglichkeiten. Hier reden wir über den EU-Haftbefehl. Und da erinnere ich jedenfalls nicht vergleichbare Sachverhalte wie den, der jetzt hier gerade angesprochen wurde. Und der Vergleich ist aber insoweit eben auch nicht ganz zulässig, weil es zwei ganz unterschiedliche Instrumente sind. Gut, dass es Herrn Dimroth und sein Gedächtnis gibt. Gut, insofern es da noch rechtliche Aufklärungsmöglichkeiten gibt oder Hinweise auf rechtliche Regelungen, sind Sie natürlich herzlich eingeladen, die nachzuliefern. Dann wechseln wir an der Stelle das Thema und Frau von Bullion hatte sich gemeldet, dann Herr Geers, Frau Oppelt, Herr Heller und so geht es dann die Runde. Ich interessiere mich für den Bericht, dass 65.000 Personen, die eigentlich abschiebepflichtig sind, angeblich in Deutschland leben, die nicht abgeschoben werden können und dass diese Zahl zwischen 2016 und 2017 um 71% angestiegen sein soll. Können Sie das bestätigen und wenn es so ist, woran liegt das? Ja, ich kann das bestätigen. Es ist tatsächlich so, dass die Zahl der Ausreisepflichtigen, die derzeit eine Duldung innehaben, weil sie eben nicht abgeschoben werden können, vom Jahr 2016, da waren es 38.012, auf über 64.900 im Jahr 2017 angestiegen ist. Das ist die von Ihnen gerade genannte Steigerung von ca. 71%. Wenn Sie mich fragen, woran das liegt, dann muss ich etwas weiter ausholen, befürchte ich, weil tatsächlich das sich nicht mit einem einfachen Satz beantworten lässt. Zunächst mal ist ja auch die Zahl der Ausreisepflichtigen insgesamt angestiegen. So, das ist schon mal ein relevanter Erklärungsansatz, der das Phänomen aber nicht umfänglich beschreibt. Das werden Sie feststellen, wenn Sie sozusagen dort die Steigerungsraten anschauen. Die sind jedenfalls deutlich geringer als diese 71%. Insofern ist das nur ein Erklärungsansatz von mehreren. Wichtig ist aber vor allem aus unserer Sicht, dass mitnichten, und so scheint es ja teilweise heute durch die Berichterstattung, mitnichten, wie es bei der Frage fehlende Pass- oder Passersatzpapiere mit dem zentralen oder gar einzigen Grund für Schwierigkeiten bei der Durchsetzung vollziehbar bestehender Ausreisepflichten zu tun haben. Das regelmäßig zentralste Problem liegt darin, dass die Betroffenen sich diesem Verfahren nicht stellen, nicht mitwirken wollen. Das kann man sozusagen menschlich beurteilen, wie man das will, wie man das möchte, aber das ist der schlichte Befund, dass also die Betroffenen schlichtweg versuchen, die Verfahren in die Länge zu ziehen, sich sozusagen durch Ortswechsel zu entziehen. Gibt es eine Reihe von weiteren Möglichkeiten, die ich hier nicht jetzt weiter ausführen möchte. Aber das ist sozusagen einer der Hauptgründe für die Schwierigkeiten. Das Zweite ist, dass selbstverständlich nach wie vor auch eine Reihe von rechtlichen, auch rechtsstaatlich gebotenen, das ist zweifelsfrei richtig, rechtsstaatlich gebotenen Verfahrenshindernissen bestehen, die nicht ohne weiteres aufzulösen sind. Und dann kommen wir drittens zu der Frage, inwieweit Herkunftsstaaten bereit sind, ihre Staatsangehörigen zurückzunehmen. Und da kommen wir tatsächlich auch erstmalig bei den von mir gerade aufgeführten Gründen in den Bereich der Zuständigkeit des Bundes. Da wissen Sie, auch da haben wir eine Reihe von Maßnahmen ergriffen. Beispielsweise wurde das sogenannte ZUR etabliert, um eben Fragestellungen, die typischerweise erfolgsversprechender zwischen zwei Regierungen verhandelt werden können, nicht auf Ebene der Länder oder gar der Kommunen mit den Ausländerämtern zu belassen, weil wir doch die Erfahrung haben, dass es häufig sinnvoll ist, wenn man eben bundesseitig an solche Herkunftsstaaten herantritt, verhandelt und das eben nicht den Kommunen überlässt. Also da ist schon einiges geschehen und vor allem erhoffen wir uns ja von dem schon in der letzten Legislaturperiode entwickelten und jetzt auch nicht zuletzt im Rahmen des von Bundesminister Seehofer angekündigten Masterplans fortzuentwickelten sogenannten kohärenten Ansatzes, dass hier weitere Verbesserungen zu erzielen sind. Der kohärente Ansatz meint, dass man dieses Politikfeld idealerweise nicht isoliert betrachten sollte als solitär, sondern idealerweise immer zusammendenken sollte mit anderen Politikfeldern, in denen wir Beziehungen zu Herkunftsstaaten pflegen. Das kann die Entwicklungshilfepolitik sein,
Das kann die Visapolitik sein. Und genau dieser kohärente Ansatz, wie gesagt, ist aufgegleist in der letzten Legislatur. Da gibt es entsprechende Strukturen, auch innerhalb der Bundesregierung. Und der wird fort- und weiterzuentwickeln sein, um hier die bestehenden Hindernisse, die es auch hier gibt, das ist zweifelsohne so, weiter abzubauen. Da ist in der Vergangenheit auch in Einzelfällen schon einiges geschehen. Wenn man also entsprechend intensiv sich bestimmten Herkunftsstaaten widmet, dann gibt es auch durchaus positive Entwicklungen und positive Erfahrungen, das ist schon so. Aber da ist aus unserer Sicht sicher dieser kohärente Ansatz der richtige, den wir aber vermutlich noch fort- und weiterentwickeln. Zusatzfrage, bitte. Nicht an. Heißt das, dass Herr Seehofer dafür plädiert, Länder, die nicht kooperieren bei der Abschiebung, mit Entwicklungshilfe, Reduzierung zu konfrontieren oder auch Diplomaten oder auch Touristen dann keine Visa mehr auszustellen für Deutschland? Das heißt, dass man offensichtlich und möglicherweise sogar ausdrücklich ausgesprochenen Unwillen von Herkunftsstaaten, eigene Staatsangehörige zurückzunehmen, nicht isoliert im bilateralen Verhältnis betrachten darf, sondern dass man in solchen Fällen sehr wohl auch andere Politikfelder mit einbeziehen muss. Und das heißt mitnichten, dass sozusagen jeweils die Schwarz-Weiß-Lösung, die von Ihnen gerade in Ihrer Frage besprochen ist, die Folge sein muss. Aber es gibt ja vielleicht auch was dazwischen. Und die letzte Bundesregierung, nur um das nochmal zu verdeutlichen, hat ja sehr erfolgreich auf europäischer Ebene den sogenannten Visa-Hebel verhandelt, der genau das letztlich schon regelt auf europäischer Ebene, was ich als kohärenten Ansatz beschrieben habe, nämlich die Möglichkeit, im Rahmen eines Automatismus eine ausgesprochene Visa-Liberalisierung wieder zurückzunehmen, wenn man feststellt, dass es vermehrt beispielsweise zu Asylmissbrauch kommt. Also auf europäischer Ebene haben wir sozusagen kodifiziert schon diesen kohärenten Ansatz, nämlich die Vermengung, wenn man so will, von Visa-Themen mit Asylthemen. Und genau das ist, wie gesagt, auch hier aus unserer Sicht wichtig und richtig, dass man hier alle Möglichkeiten nutzt im bilateralen Verhältnis, eine bestehende völkerrechtliche Rechtspflicht, nämlich eigene Staatsangehörige zurückzunehmen, dann auch durchzusetzen. Das ist das, was wir für richtig erachten. Nicht ein Politikfeld solitär neben dem anderen verhandeln, sondern alle Politikfelder im bilateralen Verhältnis gemeinsam zu verhandeln. Herr Lohse, zu dem Thema. Ja, Herr Dimmuth, die Argumente, die Sie genannt haben für die Steigerung, sind ja Phänomene, die sich auch vorher schon gefunden haben, erklären mir jetzt noch nicht ganz, warum die Steigerung so enorm ist. Punkt 1, Punkt 2, ganz konkret, haben Sie Zahlen, inwieweit seit das ZORO seine Arbeit aufgenommen hat, es an Verfahren beteiligt war? Also sozusagen haben Sie eine Erfolgs- oder Misserfolgsquote des ZORO? Also zu der ersten Frage, ich hatte ja gleich darauf hingewiesen, dass meine Erklärung nicht alleine und schon gar nicht mathematisch genau sozusagen diese Zunahme unterlegen mit einer Argumentation, sondern dass es ein Teil der Erklärung ist. Zunahme der Zahlen, die genannten weiteren Phänomene. Es gibt sicher auch bestimmte Staaten, wo wirklich noch entsprechender Gesprächsbedarf besteht und wo dann auch entsprechende Verbesserungspotenziale sind. Also mein Vortrag sollte nicht lauten, der Bund hat hier keinerlei Verantwortung und die Länder sind schuld. Das ist ja gerne dieser etwas, schemenhafte Argumentationsstrang, der gerne vorgetragen wird, wechselseitig. Das ist hoffentlich aus unserer Sicht überwunden. Wir haben in der letzten Legislatur von der nationalen Kraftanstrengung gesprochen. Jetzt hat der Innenminister einen Masterplan angekündigt, der selbstverständlich nur funktionieren kann, wenn man die Länder mitnimmt und nicht gegen die Länder. Also das war auch nicht der Versuch, sozusagen hier einseitig Verantwortung zuzuschieben. Es gibt eine Verantwortung beim Bund. Die liegt vor allem im Verhältnis zu den Herkunftsstaaten. Und da ist, wie gesagt, auch noch deutlich Verbesserungspotenzial. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Insofern kann ich Ihnen das nicht hundertprozentig auflösen, diese Zunahme, weil ein Teil dieser Zunahme sicher auch in dem fehlenden Willen und der fehlenden Kooperationsbereitschaft der Herkunftsländer liegt. Und eine Erfolgsbilanz, wie von Ihnen erfragt, habe ich jedenfalls hier nicht dabei. Frage ich nochmal, ob wir Zahlen haben, die sozusagen den Effekt belegen, den das ZORO aus unserer Sicht hat. Dann dem Wechsel, Herr Geers, und dann Herr Heller. Ich habe eine Frage ans Wirtschaftsministerium. Wir haben jetzt Stichwort Autozölle, mögliche Verhandlungen mit den USA,
jetzt bis 1. Mai. Es gab am Wochenende noch heute noch Berichte, da wurde so ein bisschen kolportiert, Herr Altmaier wäre bereit, der amerikanischen Seite entgegenzukommen, was die Senkung der deutschen Autozölle von 10% trifft im Vergleich zu den 2,5%, die die Amerikaner erheben. Ich habe jetzt auch den Tweet von Herrn Altmaier gelesen gestern Abend, der gesagt hat, er hat keinerlei Angebote und Zusagen gemacht. Deshalb die Frage nochmal zur Klarstellung. Bezieht sich dieses er hat keine Angebote und Zusagen gemacht, bezieht sich das nur rückwirkend auf seine Verhandlungen in der letzten Woche in Washington, um die angedrohten Zölle auf Aluminium und Stahl erstmal aus der Welt zu bekommen? Oder bezieht sich das auch auf die Zukunft, sprich auf die Verhandlungen, die jetzt mit den Amerikanern kommen? Ja, vielen Dank für die Frage. Lassen Sie mich einmal vorweg klarstellen, dass der Minister sich ja gestern eben auch geäußert hat auf Twitter und heute Morgen auch noch mal in einem Radiointerview, dass diese Meldung, er habe da irgendwas angeboten oder angekündigt, völlig falsch ist. Die EU verhandelt einheitlich und geschlossen an dem Punkt und der Minister hat sich ja auch geäußert zu dem, wie es jetzt weitergeht. Wir werden jetzt erstmal Gespräche innerhalb der EU führen und dann werden die Punkte, die die EU hat und die Punkte, die die US-Seite hat, auf den Tisch gelegt und da muss man miteinander reden. Es gibt keine konkreten Punkte, die wir jetzt schon in die Runde werfen würden. Das heißt, es gibt kein konkretes Angebot, zum Beispiel deutsche Zölle zu senken. Die Frage ist, ist es eine denkbare Option im Rahmen der Verhandlungen? Also wir werden den Verhandlungen jetzt von dieser Stelle aus nicht vorgreifen. Es gilt das, was der Minister gestern gesagt hat. Und jetzt beginnen die Gespräche und dann wird man schauen, wo man am Ende landet. Dann haben wir jetzt Herrn Heller zu dem Thema, auch wenn ich es richtig sehe. Mich würde einmal interessieren, ob die Bundesregierung in den letzten Tagen Kontakt zur chinesischen Seite aufgenommen hat, die ja jetzt quasi als der Hauptadressat der amerikanischen Drohungen gilt, aber eben auch WTO-relevant. Also die WTO-Fragestellungen betreffen ja auch China, sodass da ja durchaus eine Betroffenheit geben könnte. Und mich würde zum Zweiten interessieren, diese Pause, Ausnahme, vorübergehende Ausnahme, die Deutschland erhalten hat von den USA, bezieht die sich eigentlich nur auf die Zölle oder bezieht die sich auch auf andere Handelsbeschränkungen, wie zum Beispiel Quoten, dass man sich gewissen Quotenvorgaben der USA fügen muss, denn das ist ja offenbar ein Instrument, auf das sich jetzt Südkorea eingelassen hat. Ja, vielen Dank für die Frage. Also Gespräche mit China sind mir zu dem Thema jetzt nicht bekannt. Und zu Ihrer Frage, also die Ausnahme bezieht sich auf diese Zölle, die die USA auf Stahl und Aluminium erhoben haben, jetzt zusätzlich. Und zum Thema einer möglichen späteren Quote sieht diese Länderausnahme, die ja auch die EU einbezieht, eben auch vor, dass zu einem späteren Zeitpunkt eine Quote eingeführt werden kann. Das ist natürlich auch ein Thema, was wir sehr genau im Blick behalten. Herr Grimm, noch zu diesem Thema und dann zu anderen Themen. Herr Keller und Frau Oppelt, als nächstes unten. Ich hätte dazu noch eine Frage an Herrn Seibert. Herr Seibert, die Kanzlerin, wie ist denn deren Einschätzung in diesem Konflikt? Würde sie sagen, dass man insgesamt den Amerikanern bei ihrem Vorgehen gegen China zur Seite springen sollte? Oder sagt die Kanzlerin, uns ist der internationale Freihandel so wichtig, dass wir das Vorgehen der Amerikaner nicht verstehen können? Die Bundeskanzlerin hat sich ja am Freitag in Brüssel zu diesem ganzen Themenkomplex geäußert. Sie hat auch da ja zur Kenntnis genommen, dass die EU zunächst einmal ausgenommen ist. Das ist allerdings eine sehr kurze Frist und die macht klar, dass es sich da um eine sehr dringliche Angelegenheit handelt. Wir wollen, so hat sie gesagt, nicht in eine Spirale
der Handelsmaßnahmen kommen, bei dieser Spirale würden wir am Ende alle verlieren. Und dann kommt das vielleicht auf Ihre Antwort jetzt Wichtigste. Wir sind als Bundesregierung weiterhin an einem fairen internationalen, multilateralen Handel interessiert. Wir werden uns auch weiter gegen Protektionismus aussprechen. Wir wollen im Rahmen der Regeln der WTO die Gespräche mit den Vereinigten Staaten von Amerika fortsetzen. Und grundsätzlich gilt, und dabei bleibt es, dass Brüssel die Handelskompetenz hat. Das haben die Mitgliedstaaten an Brüssel abgegeben. Wir bleiben geschlossen. Wenn wir so etwas wie eine Stärke in dieser Situation haben, dann ist es sicherlich die Geschlossenheit, die bisher gezeigt wurde und bei der es bleiben soll. Gut, dann geht es weiter mit Herrn Keller, Herrn Oppel. Dann habe ich die beiden Kollegen dort auf der Frageliste, Herrn Heller, Herrn Jessen und Herrn Blank noch. Dann Herr Keller, bitte. Eine Frage ans Verteidigungsministerium, Herr Hennies, zur Kritik des, hier links von Ihnen, hallo, zur Kritik des Kapitäns zu Seehorn bei seiner Rede zum Kommandowechsel. Kritik an so ziemlich allem in der Bundeswehr, von Ausbildung über Instandhaltung, Schlagkraft und so weiter. Zum einen inhaltlich, was sagen Sie inhaltlich dazu? Teilen Sie die Kritik? Kennen Sie die vielleicht auch aus anderen Bereichen, von anderen Offizieren? Zum zweiten zur Form. Was sagen Sie dazu, dass ein hochrangiger Offizier eine öffentliche Rede zu einer solchen Art Generalabrechnung nutzt und immerhin ja auch gesagt habe, das Vertrauen in die politische Führung komplett verloren. Welche Konsequenzen wird das haben? Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Der Inhalt der Rede ist mir lediglich aus den Medien bekannt. Dem Bundesministerium der Verteidigung liegt die Rede so nicht vor. Wie sie selber schon ausgeführt hat, hat hier offensichtlich ein Offizier seine Meinung geäußert. Die Inhalte sind für uns nicht neu und muss aber, also auch die Thematik, die er wohl angesprochen hat, soweit sie in den Medien thematisiert worden sind, nicht neu. Möchte aber ganz bedeutend besonders hier unterstreichen, dass wir mittendrin in einer umfassenden Modernisierung sind, in einem Prozess, der durch Trendwenden charakterisiert ist. Und wir sind noch lange nicht am Ziel. Von daher ist die Wahrnehmung dieses Prozesses auf unterschiedlichen Ebenen halt auch unterschiedlich da. Wir müssen deshalb konsequent weiter modernisieren, unsere Anstrengungen vergrößern, so wie sich auch die Ministerin heute nochmals auch in den Medien heute Morgen geäußert hat. Und wir müssen auch Dinge verstärken und uns auch fokussieren. Sei nur ein Beispiel die Landes- und Bundesverteidigung. Und mehr ist dazu heute jetzt hier nicht zu sagen. Wenn ich nachfragen darf, ist das durch das Recht auf freie Meinungsäußerung auch für einen Offizier gedeckt, in einer öffentlichen Rede zu sagen, er habe kein Vertrauen mehr in die öffentliche Führung? Oder wird jetzt möglicherweise über Konsequenzen für seine weitere Verwendung oder Disziplinarverfahren nachgedacht? Wie gesagt, nochmal, der Inhalt der Rede ist mir nicht im Detail bekannt, lediglich nur die Reflexion aus den Medien. Und hinsichtlich möglicher Reaktionen darauf würde ich Sie bitten, sich an die verantwortlichen truppendienstlichen Stellen in der Marine zu wenden. Frau Oppelt. Ich habe eine Frage an Herrn Dimroth. Was den Zuschnitt des Innenministeriums, den neuen Zuschnitt des Innenministeriums angeht, es soll knapp 100 neue Stellen soll es geben, wurde aus der Vorlage klar. Können Sie sagen, inwieweit es neue Stellen sein werden oder inwieweit es da eine Verlagerung gibt? Können Sie sagen, wo diese Personen rein physisch sein werden? Haben Sie Platz bei Ihnen? Gibt es inhaltlich schon ein Konzept für diese neuen Stellen? Also klar, Sie sollen im Bereich Heimat, Lebensverhältnisse, Regionalisierung tätig sein, aber gibt es da ein Konzept? Und die letzte Frage, sehe ich das richtig, dass der Bundestag letztendlich über diese Stellen entscheidet, also dass das innerhalb des Beschlusses des Haushalts passieren wird? Also mit der letzten Frage angefangen. Tatsächlich ist es ja eines der vornehmsten Rechte des Deutschen Bundestages, über den Haushalt der Bundesregierung zu beschließen. Das umfasst auch Stellen. Insofern sind immer dann, wenn endgültig neue Stellen ausgebracht werden müssen, hier auch entsprechende Beschlüsse des Deutschen Bundestages erforderlich. Wie Sie auch wissen, gibt es noch keinen entsprechenden Entwurf der Bundesregierung, der dann vom Deutschen Bundestag beraten und beschlossen werden könnte.
Die Arbeiten daran haben jetzt mit großer Dynamik und Hochdruck begonnen. Das, zum aktuellen Stand müsste gegebenenfalls das BMF weiterhelfen, aber ich glaube, es ist für Sie jetzt nicht relevant. Das Verfahren wird dann ja seinen üblichen Gang gehen. Zu Ihrer Frage, Stand der Planung, Örtlichkeiten, konzeptionelle Unterlegungen und all das, werden Sie verstehen, dass das selbstverständlich zu diesem frühen Zeitpunkt noch Work in Progress ist. Es ist klar, dass nicht alle neuen Kolleginnen und Kollegen im BMI Stand jetzt Platz finden werden. Das ist sozusagen rechnerisch nicht möglich. Das Gebäude ist jetzt schon mehr oder weniger abschließend ausgenutzt sozusagen. Da ist also kaum Spielraum nach oben. Und es ist ja nicht nur so, dass wir neue Stellen, die von Ihnen gerade beschrieben, bekommen, sondern es gibt ja auch noch neue Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich des bisherigen Verkehrsministeriums, die sich um Raumplanungs- und raumordnungsrechtliche Fragen kümmern sollen. Es gibt auch noch Kolleginnen und Kollegen, und zwar nennenswert viele, aus dem bisherigen Umwelt- und Bauministerium, nämlich aus dem Baubereich, die jetzt zum BMI gehören. Und die werden sicher nicht alle in der jetzigen Liegenschaft unterkommen. Das steht fest. Ob man jetzt wie und wen aber dann sozusagen disloziert unterbringt, das sind Entscheidungen, die noch nicht abschließend getroffen sind. Klar ist, es werden nicht alle in dieser Liegenschaft da drüben Platz finden können. Dementsprechend wird man Lösungen erarbeiten müssen, mindestens kurz- und mittelfristig, wo an anderen Standorten gearbeitet werden kann. Das kennen wir aus der Vergangenheit allerdings als Innenministerium auch sehr gut. Nicht nur wegen Bonn-Berlin, sondern auch, weil wir an verschiedenen Standorten in Berlin schon tätig waren und sind. So unter anderem beispielsweise im Bundeshaus an der Bundesallee. Überdies planen wir einen Neubau ohnehin, der allerdings nicht so rasch fertigzustellen sein wird, obwohl wir jetzt auch Bauministerium sind, dass man sozusagen ganz kurzfristig hier entsprechende Bedarfe abdecken kann. Was die konzeptionelle Frage anbetrifft, da hat sich der Minister selbst ja in einer Reihe von öffentlichen Äußerungen schon dazu geäußert. Wir hatten Ihnen am letzten Freitag auch mitgeteilt, dass es jetzt eine Entscheidung gibt, nicht nur in Bezug auf den zuständigen parlamentarischen Staatssekretär, Herr Wanderwitz, sondern auch in Bezug auf den beamteten Staatssekretär, Herr Dr. Kerber. Das ist alles noch sozusagen mit dem Zusatz in Planung oder beabsichtigt zu sprechen, weil die entsprechenden Personalien noch vom Kabinett beschlossen werden müssen. Wir sind aber guter Dinge, dass das zeitnah idealerweise im Laufe der Woche, also am Mittwoch, geschieht. Und all das sage ich deswegen, weil Ihnen dadurch vielleicht so ein bisschen klarer wird, dass es selbstverständlich einen politischen Leitgedanken, eine politische Idee, eine politische Botschaft gibt, die der Minister klar damit verbindet, was jetzt unter dem Aspekt Heimat betrieben werden soll. Die Unterlegung durch wirklich konkrete erste Arbeitsschritte, das ist das, was jetzt gerade beginnt und stattfindet, zusätzlich zu der Frage der Personalgewinnung. Die Heimatabteilung soll ja, das hatte ich hier auch schon mal ausgeführt, insgesamt dreizügig sein, sich also einmal beschäftigen mit dem, was bisher aus dem Verkehrsministerium heraus gesteuert wurde. Wie gesagt, Raumplanung vor allem. Das zweite ist das, was wir heute schon tun unter dem Stichwort gesellschaftlicher Zusammenhalt. Dialog mit den Religionen, Deutsche Islamkonferenz, politische Stiftungen, all solche Fragen. Und das dritte, das sind die neuen Stellen, sind die Stellen, die sich kümmern sollen um das Stichwort gleichwertige Lebensverhältnisse. Da hat der Minister auch sehr klar gemacht, da geht es ihm nicht darum, Zuständigkeiten anderer Ressorts in Frage zu stellen oder gar zu kapern, sondern da geht es ihm um eine, wie soll ich sagen, konzeptionelle Federführung im BMI, die dann vor allem auch darin liegen wird, entsprechende gemeinsam erarbeitete Konzepte durch entsprechende Koordinierungsarbeit auch möglichst rasch erfolgreich umzusetzen. Das ist grob das, was ich Ihnen mit Stand heute dazu sagen kann. Und ich bin sicher, dass das sukzessive jetzt sehr schnell auch sehr viel konkreter werden wird. Gut, dann gehen wir jetzt zu Ihnen, bitte. Eine Frage an Herr Seibert oder an Herr Breul. Es gibt Berichte, wonach mehrere europäische Länder als Antwort auf Fals Skripal russische Diplomaten wurden ausweisen wollen. Diese Nachricht könnte heute von der EU-Offiziellen verkündet werden. Sollte sie zutreffen, ich würde gerne wissen, ob Deutschland mitmacht und wenn ja, dann in welchem Umfang. Danke. Ja, wenn ich auch in Antwort auf Ihre Frage nochmal auf die Erklärung der Bundeskanzlerin am Freitag in Brüssel zurückgehe, da hat sie ja
beschrieben, wie intensiv die Diskussion im Europäischen Rat und wie solidarisch der Europäische Rat mit der britischen Premierministerin und mit Großbritannien insgesamt in dieser Sache war. Das schlägt sich dann auch in den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates nieder, die Sie sicher kennen. Und dann hat die Kanzlerin auch erwähnt, dass wir nun gemeinsam mit anderen Verbündeten und Partnern auch über weitere Maßnahmen beraten und uns abstimmen. Die Abstimmung dauert nach wie vor an. Wir werden Sie unterrichten, wenn es etwas zu berichten gibt. Eine Zusatzfrage. Glauben Sie, dass so ein Schritt, wenn es tatsächlich erfolgt, die Beziehungen zwischen Europa und Russland noch zusätzlich verschlechtern könnte? Ich spekuliere jetzt nicht, sondern wir berichten, wenn es etwas zu berichten gibt. Die Abstimmung dauert an und das müssten Sie schon abwarten, wenn ich Sie darum bitten dürfte. Grundsätzlich haben wir immer wieder, auch von dieser Bank, unser Interesse an guten Beziehungen zu Russland und dem russischen Volk gesagt, haben immer wieder gesagt, dass es auch da, wo es Meinungsverschiedenheiten gibt, und die sind erheblich auf vielen Gebieten, der Dialog wichtig ist und wir ihn immer wieder suchen werden. Herr Jordans und Herr Daves noch zu diesem Thema, bitte. Wenn Sie sagen, die Abstimmung dauert noch an, gibt es da konkrete Termine, die noch ausstehen, wo man sich treffen müsste? Oder ist es theoretisch möglich, dass die Abstimmung heute abgeschlossen und ein Ergebnis verkündet werden könnte? Herr Jordan, ich habe dem, was ich jetzt dem polnischen Frager gesagt habe, nichts hinzuzufügen. Herr Daves? Herr Sabeit, noch mal zurückgehen zu den Äußerungen der Kanzlerin in Brüssel. Habe ich Sie da richtig verstanden, dass Sie auf jeden Fall eine Ausweisung russischer Diplomaten aus Deutschland nicht ausgeschlossen hat? Also das ist auch eine der Optionen, die auf dem Tisch liegt jetzt. Wenn Sie sich die Äußerungen der Bundeskanzlerin in Brüssel anschauen, dann werden Sie sehen, dass sie lediglich davon gesprochen hat, dass der europäische, also der EU-Botschafter in Moskau zu Konsultationen nach Brüssel zurückgerufen worden ist. Davon hat sie gesprochen. Und dann hat sie gesagt, dass wir gemeinsam, jedes Land für sich, aber eben auch gemeinsam mit unseren europäischen Partnern und den Verbündeten über mögliche weitere Maßnahmen beraten. Und ich kann nur noch mal wiederholen, was ich gerade auch schon gesagt habe. Zusatz. Aber habe ich richtig verstanden, diese möglichen weiteren Maßnahmen könnten ja dann auch russische Diplomaten betreffen, richtig? Die Rede ist von möglichen weiteren Maßnahmen. Ich werde das nicht weiter auslegen für Sie. Dann bitte Ihre Frage. Dieselbe Frage stellen also. Dann kommen wir weiter. Ich habe jetzt noch die Kollegin dort, Herrn Heller, Herrn Jessen, Herr Blank, Frau Fartis, und damit ist die Frageliste dann geschlossen. Sie hatten noch eine Frage? Dann nehmen wir Sie noch mit drauf, aber dann ist geschlossen. Herr Blank ist fertig, dann rutschen Sie nach. Bestens. Aber gehen wir zunächst zu Ihnen. Blank hat fertig. Bitte schön. Moment. Es betrifft auch noch mal eine Personalie, nämlich die des Antisemitismusbeauftragten. Es gab da am Wochenende Berichte und auch schon eine Erklärung aus dem BPA, dass die Stelle im Innenministerium angesiedelt werden soll. Es dahingehend Einigkeit in der Bundesregierung gibt. Können Sie denn schon einen Zeitplan sagen? Wann wird der berufen? Wann nimmt er die Arbeit auf? Und noch der zweite Versuch, es werden auch schon Namen kolportiert. Können Sie dazu auch schon was sagen? Ja, zunächst mal mache ich auch einen Versuch, nämlich Ihnen auch für die Zukunft sozusagen den vollen Namen dieses Beauftragten nahezulegen, weil das ein Beauftragter oder eine Beauftragte für jüdisches Leben in Deutschland und gegen Antisemitismus sein wird. Das ist der Beschluss im Koalitionsvertrag und das ist, glaube ich, in dieser doppelten Ausdrucksweise ist auch eine Menge enthalten, was über den sehr dringenden Kampf gegen Antisemitismus hinausgeht. Wir wollen eben auch jüdisches Leben in Deutschland fördern. Wir sind dankbar dafür, dass jüdisches Leben in Deutschland sich in dem Maße wieder angesiedelt hat, wie es das der Fall ist. Ich kann nur noch einmal sagen, da gab es eine Meldung, die schlicht falsch war. Und deswegen haben wir das korrigiert. Die Bundeskanzlerin, der Bundesinnenminister, die Bundesregierung ist der Überzeugung, dass dieser Beauftragte für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus anzusiedeln ist im Bundesministerium des Inneren. Denn in diesem Ministerium liegt die Zuständigkeit für die staatlichen Beziehungen zu den Kirchen und zu den Religionen. Mehr kann ich Ihnen zu diesem Thema noch nicht sagen. Zusatz, bitte.
Das heißt, einen Zeitplan, wann der anfängt, gibt es schlicht noch nicht. Also, weil die Frage war jetzt nicht beantwortet. Konkrete Fragen zur Person kann ich Ihnen noch nicht sagen. Und damit hängt ja auch das andere zusammen. Herr Heller und Herr Jessen dann. Jetzt geht's. Ich würde gerne das Bundesfinanzministerium fragen. Es gab heute einen Auftritt der IWF-Chefin Christine Lagarde, wo sie unter anderem geworben hat für die Einrichtung eines neuartigen Stabilisierungsfonds zur Abfederung gegenüber schwierigen konjunkturellen Einbrüchen. Mich würde interessieren, ob die Bundesregierung schon eine Position hat über die Sinnhaftigkeit eines solchen Instruments, das automatisch wirken soll bei Erfüllung gewisser Kriterien. Ja, Herr Heller, zu dem Thema kann ich Ihnen nur sagen, das ist ja heute erst vorgestellt worden. Wir werden uns das dann angucken und auch Ihnen dazu Auskunft geben. Aber im Moment müssen wir es erst noch abwarten, bis es auch in schriftlicher Form vorliegt. Dann Herr Jessen, bitte. Der Kollege Mehrkamp hatte sich aber vor mir gemeldet. Nehmen Sie ihn zuerst an. Ja, nur ganz kurz, weil wir auch gerade beim Finanzministerium sind, eine Frage zum Thema Gemeinnützigkeit. Inwieweit oder was plant das Finanzministerium konkret, das Gemeinnützigkeitsrecht zu ändern, damit die Finanzämter jetzt konkreter und einheitlicher über die Zuteilung der Gemeinnützigkeit an Vereine entscheiden können? Jetzt haben Sie es, glaube ich, oder? Ja. Warten Sie mal. Eine Sekunde. Also grundsätzlich muss man sagen, dass die Frage der Gemeinnützigkeit eine Frage der Ländersteuerverwaltung ist, die vor Ort entschieden wird. Also jede Menge, tausende Vereine streben den Status der Gemeinnützigkeit an und bitten vor Eintragung in das Vereinsregister bei den zuständigen Finanzämtern auch um eine entsprechende Einordnung für diese Frage. Die Steuerverwaltungen der Länder stehen hinsichtlich der Kriterien für die Gemeinnützigkeit in regelmäßigen Austausch und insofern, das ist das, was ich Ihnen dazu sagen kann. Ja, dann Zusatz ist, ich frage deswegen, weil es steht ja im Koalitionsvertrag so konkret drin, dass diese Änderungen im Gemeinnützigkeitsrecht angestrebt werden. Und es gab ja in der Vergangenheit auch Berichte in der Presse, dass es da offensichtlich zu sehr unterschiedlichen Entscheidungen gekommen ist, einzelner Finanzämter oder Finanzbeamter. Und deswegen denke ich mir, dass es ja sicherlich auch Pläne in Ihrem Hause gibt, wie denn jetzt nun diese einheitlichen Kriterien entwickelt werden sollen. Also wir haben die Studie des Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement zu diesem Thema als Debattenbeitrag zur Kenntnis genommen und werden diese auch auswerten. Und ansonsten obliegt die Änderung, die Anpassung der gesetzlichen Rahmenbedingungen den Gesetzgebungsorganen Bundestag und Bundesrat. Dann Herr Heller. Herr Jessen, Entschuldigung. So ähnlich. Auch mit zwei E drin, ja. Frage ans mutmaßliche Außenministerium, vielleicht auch an Herrn Seibert. Thema Türkei, Syrien. Nach der Einnahme von Afrin hat der Erdogan ja angekündigt, dass er nun weiter vorgehen wolle und er hofft, die ebenfalls von Kurden bewohnte syrische Stadt Tel Rifat einzunehmen. Wäre ein solches weiteres militärisches Vorgehen völkerrechtlich nach Ihrer Auffassung legitimiert? Haben Sie inzwischen eine Einschätzung in Bezug auf den Einsatz in Afrin? Und in welcher Weise wird das Thema in Varna zur Sprache gebracht? Ich weiß nicht, also ich kann Ihnen gerne sagen, zur völkerrechtlichen Bewertung haben wir uns ja in der letzten Woche ausführlichst ausgetauscht. Da habe ich Ihnen keinen neuen Stand mitgebracht.
Und was Ankündigungen des türkischen Staatspräsidenten angeht, da äußere ich mich auch nicht dazu. Also wir haben keine Erkenntnisse über ein Vorgehen, von dem Sie gerade sprechen. Aber die Berichterstattung ist Ihnen bekannt, dass er es angekündigt hat? Ja. Zu dem Treffen in Varna kann ich nur sagen, was Sie sicherlich schon wissen, es ist ein Treffen zwischen Präsident Erdogan, Kommissionspräsident Juncker, Ratspräsident Tusk und dem bulgarischen Ministerpräsidenten Bojko Borissov als Vertreter der derzeitigen europäischen Ratspräsidentschaft. Und es ist ein Treffen über die gesamte Bandbreite der europäisch-türkischen Beziehungen. Ich kann nur vorschlagen, dass man abwartet, wie auf diesem Gipfel und worüber auf diesem Gipfel gesprochen wird und worüber möglicherweise im Anschluss auch kommuniziert. Was Afrin betrifft und die türkische Intervention dort, hat die Bundeskanzlerin in ihrer Regierungserklärung am vergangenen Mittwoch sich ja sehr klar geäußert. Gut, da sich die Frage von Frau Fatis erledigt hat oder sie sie zurückgezogen hat, sind wir damit am Ende. Danke Ihnen für den Besuch bei uns. Danke Ihnen auch. Answer.